Hoi! Alter Schwede. Wie gemein, ne? Hallo? Ich würde gerne... Hä? Ah ja. Ah ja. So, nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Und dann machen wir mal hier fertig. Das ist auch fertig. Wo ist denn der eine Baum, den wir angeritzt haben? Hier, ne? Wo ist denn der... Ach, guck mal. Hier haben wir noch zwei Äste, die haben wir noch liegen gelassen. Hier liegen auch noch welche. Aber das heute Nacht waren ja Kannibalen, ne? Und der gerade, der Typ, der war ja wahrscheinlich so ein Ureinwohner. Oder so ein Einwohner der Insel hier. Ich hab so ein bisschen das Verlangen so jetzt... Ich bin schon ein bisschen paranoid, muss man sagen. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, mich schon umzugucken. Ah ja. Nehmen den Baum, den Ast ja auch mal mit gleich. Zehn Baumstämme brauchen wir noch. Das hört sich gut an. Wir könnten auch direkt mal so einen Lockholder bauen. Am besten so ein paar. Damit, wenn wir mal ein bisschen was Neues bauen, auf Reserve dann haben. Alter, da hinten flogen die Loks. Hast du gesehen? Wir müssen ja sowieso eine neue Wand bauen, weil die Affen uns hier eingerissen haben. Weißt du, denkst du, das hieß hier schön in den neuen Holzpulte ein, so in so einer Bude. Dass hier schön gemütlich wohnen kannst, aber was ist? Nein. Da reißen die Hampelmänner sofort die Bude ein und machen dir, genau wie hier, machen die immer alles kaputt. Gibt's gar nicht. Ich frage mich, wofür ich das überhaupt aufbaue. So, da liegt auch noch ein Holzstamm. Wie viel brauchen wir noch? Vier. Danach brauchen wir noch einen. So. Dann nehme ich mal eben den Baum hier. In der Hoffnung, dass niemand kommt. Und dann werden wir gleich auch mal direkt loslegen mit... Hallo? Mit Nahrungssuchen alles. In Höhlen und so will ich auch gehen. Gibt's auch Höhlen? Gibt's... Huch, hallo, okay. Bisschen Ausdauer abwarten. So. Genau, fall doch einfach mal auf unser Haus, natürlich. Naja, ganz so schottendicht ist es nicht. Egal. Wir müssen ja sowieso nochmal eben hier in unserem schlauen Buch mal eben eine Wand bauen. Weil die Affen uns das ja, wo war denn das? War das hier? Ah, hier. Weil die uns die ja eingerannt haben. Das heißt, wir brauchen mindestens noch drei Loks hier nach. Aber das kriegen wir hin. So, den Baum möchte ich gerne stehen lassen. Der gibt uns ein bisschen Schatten im Sommer. Wenn Dr. Sommer vorbeikommt. Der war schlecht. So. Auf geht's. Ich hoffe, wir kommen mit unserer Ausdauer hin. Boah, die haben uns aber runtergemäht, ne, was unser Schutzschild angeht. Das Gelbe ist übrigens unser Schutzschild, das Rote ist das Leben. Natürlich, der Magen ist das Graue, Weiß ist halt Durst. Und, huch, und das Blaue, was sich da aufgefüllt hat, gerade das Hellblaue, ist halt die Ausdaueranzeige. Was das Blaue daneben bedeutet, weiß ich gar nicht. Ach doch, wie weit die Ausdauer nach oben geht, genau. Unsere Maximum-Ausdauer, ach hier. Die rollen schon wieder ins Wasser. Na, hallo? Boah, geil. Unsere Hütte ist fertig. Ich werde bekloppt. Hallo. Okay, der Baum ragt hier rein. Und ein... Oh. War ich nicht. Okay, wir können die Sachen natürlich auch reparieren. Okay, wir haben hier auf jeden Fall ein Feuer drin. Und wir können uns...
Nein, schmeiß den scheiß Kackstein weg. Mal vorsichtshalber. Was ist das denn hier? Ist das ein Stein oder? Ich glaube, das soll ein Boot sein. Wir können uns mal so einen Lockholder hier bauen. Wenn wir schon einmal dabei sind hier bei unserem schlauen Büßlein. Ich schau mal eben, wo wir es haben. Ja. Was haben wir denn noch hier? Oh, geil. Oh, cool. Wir können uns sogar hier so ein Dock bauen. Ein Large Raft, ein Boot. Ne, ein Hausboot. Wie geil. Okay, Stats. Ja. Aha. Er schreibt alles auf. Wo ist denn das mit den Lockholder? Ist das vielleicht hier? Storage? Ah, hier. Lockholder. Wo ist es denn? Ach, oh Gott. Werd den mal hier so platzieren. Bauen wir direkt noch ein. Was wir haben wir. Und am besten würde ich sagen, am besten bauen wir 3 Stück. Weil dann können wir nämlich, okay, wir brauchen mehr Stickies. Dann können wir nämlich da die ganzen Hölzer, platzieren. Gut, dann gehen wir mal auf Sticky-Tour. Stickies dürfen ja nicht allzu schwer sein zu finden. Hier zum Beispiel. So, alles mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man später irgendwie auch irgendwo ein Backpack findet, wo man dann halt ein bisschen mehr mit sich tragen kann, weil irgendwann ist ja die Grenze erreicht, auch an Stickies und so. Ach, guck mal hier. Denn, irgendwann sagt er, ja, you can get every more stickies, bla 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 bla. Ne, warum auch immer. Da, hier, can any more stickies. 10 Stück haben wir jetzt gesammelt, 10 ist Maximum. Wo ist denn unsere Hütte jetzt? Ach, da. Boah, diese kleinen Bäume, die da stehen, ne? Da meint man wirklich, da steht jemand. Boah, Alter, jetzt wieder dahin. Ich glaube, wir bauen uns auch so einen Stickholder oder sowas. So. Hier vielleicht auch nochmal ein paar Stickies mitnehmen. So. Nehmen wir mit. Ach, das wird schon... Ich glaube, das wird schon schön, so wie wir uns hier das bauen. Das wird schon richtig schön mit den Einwohnern dann als Nachbarn. Ist das bestimmt ganz toll. Da hat man bestimmt jeden Abend Spaß, wenn die wahrscheinlich wieder ihre Scooter-Rave-Partys feiern. Da sind wir wahrscheinlich immer herzlich eingeladen. Da dürfen wir wahrscheinlich am Campfire dann auch dran sitzen. Und wahrscheinlich dann so schöne Lagerfeuerlieder singen. So, yeah, I feel hardcore oder so. So. Okay, uns fehlen noch ein paar Stickies. Ich schaue nochmal eben, ob ich irgendwo hier... Ja! So, ein paar Stickies finden. Zack, 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 nehmen wir alles mit. Hier sind auch welche. Ich möchte mich auch nicht zu weit entfernen von unserer Hütte, weil wenn mal... Weil die sehen wir nämlich gar nicht. Es fällt mir gerade auf. Ich muss mal gucken, ob ich gleich irgendwo im Buch das mit dem Markieren finde. Ach, guck mal hier. Weil, man soll sich wohl irgendwie... Also wenn man das normal baut, also die normalen Hütten baut, ohne irgendwie Vorgaben, dann sieht man die nicht. Deswegen muss man sich da ein bisschen was markieren. Aber wir können auch so noch nicht speichern. Das heißt, wir müssen uns noch so ein Basic Shelter bauen. Oder so ein... Ach, wir können schon wieder keine Sticks nehmen, ist ja klar. Verdammt, dieses Spiel macht mich fertig. Das macht mich fertig! So, huch. Ausdauer mal keine mehr. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, dass wir wieder uns eine Cola in den Kopf schießen. Oh, furchtbar. 4 Sticks brauchen wir noch. Die lagen doch da rum, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob irgendwann die Baumstimme, oh, wieder mir ins Ohr schnauft. Voll erregend. Oh. Da werde ich ganz wuschig, wenn er mir so ins Ohr atmet. So, ich weiß ja gar nicht, ob uns, was wollte ich gesagt haben? Der hat mich mit seinem Atmen einfach aus dem Konzept gebracht. Ach so, ob Bäume und Stickies so nachwachsen nach einer Zeit, ob die, das weiß ich gar nicht, ob die da irgendwie... Geil, Lockholder, cool.
So, jetzt können wir die hier reinpacken. Wenn ich dann mal die Anzeige dafür sehen würde. Nein. Da, hä, wie... Wie droppe ich denn die da rein? Ich, hier ist das Feuer anzünden. Habe ich die falsch rumgebaut? Hä? Ich dachte, man kann die Loks da reinpacken. Warte mal, drop mit G? Nein. Hier irgendwie mit E? E, E, E? Ach, C. Ach so. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen nach oben gucken, damit ich auch was sehe. So, hier sind auch nochmal Loks. Nehme ich auch nochmal mit. Da liegt auch noch einer. Und dann droppen wir die mit C. So, da rein. So, warte. Ich bin mit der Maus relativ schnell unterwegs, muss ich gerade feststellen. Das liegt aber daran, weil ich ja eigentlich so ein Controller-Kind bin. Ich habe ja seit Ewigkeiten keinen PC mehr gespielt, kein PC-Spiel mehr gespielt. Und deswegen, ja. Habt da bitte ein Nachsehen mit mir, falls es vielleicht doch mal zwischendurch ein bisschen zu schnell geht mit dem Umgucken. Ja, ich muss mich da erstmal selber so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich da nicht zu schnell bin. So, jetzt haben wir da schon ein paar Loks drin. Jetzt haben wir unsere Hütte hier. Jetzt können wir da mal in der Hütte mal eben was reinbauen, damit ich hier mal speichern kann. Wo haben wir es denn? B für Book. Und da gucken wir mal. Shelter. Shelter, Shelter. Shelter, Shelter. Small Cabin. Hunting Shelter. Genau, Hunting Shelter. Wir müssen ja auch... Huch. Wir müssen ja auch speichern. Deswegen würde ich gerne mal so ein Hunting Shelter mir irgendwie reinbauen. Da brauchen wir nämlich auch Loks für. Fällt mir gerade ein. So, genau. Steine. Ein Stein, 7 Stickies. Natürlich haben wir... Was? Nicht genug Stickies gerade verbraten. Achso, Loks haben wir ja hier. Wie brauchen wir denn Loks? 7 Stück haben wir gar nicht, ne? Oder? Wir haben 4. Das heißt, einen Baum müssen wir definitiv noch fällen. Ich hau mir nochmal eben so eine Cola im Kopf. Der atmet mir schon wieder zu schwer in meinem Öhrchen. Der erregt mich ein wenig. Ein Wässerig, was ist denn heute los? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie verlässt mich... Huch. Verlässt mich heute die Sprache. Bombfeld! So. Können wir das von hier aus... Hallo? Können wir das von hier außen bauen? Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können schon wieder reparieren. Warum? Ach, das geht. Wieso repariere ich denn die Außenwände? Es war doch noch keiner hier gewesen. Oder waren die schon wieder... War Greenpeace schon wieder in unserer Hütte? Drei Baumstämme brauchen wir noch. Kann ich jetzt hier... Wie nehme ich den denn raus? Mit C oder was? Ach, mit E einfach. Okay. Wie gesagt, hab da ein bisschen ein Nachsehen mit mir. Das ist, ja. So. Ach nee, einen kann ich ja drin lassen, ne? Brauche nur noch einen. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ey, Flex, du bist voll doof. Ich weiß. So, jetzt brauchen wir noch Stickies und Rocks. Roxanne. Hier liegt noch ein Rope rum. Ein Rettungsboot. Auf dem Rettungsboot. Wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe und völlig müde erstmal duschen gehe, ich in Gedanken schon bei morgen bin. Es gibt so vieles zu erledigen. So, New Item discovered. Im Buch. Oh, cool. 3 von 7 Stickies haben wir. Wir brauchen also noch Sticky, die Sticks. So, müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn noch Stickies her? Da. Da. Oh, hallo, erstmal vor dem Baum gelaufen. Ne, das ist ein Boot. Ne. Warte mal. So, jetzt haben wir genug Sticks. Ich mach nochmal eben hier kurz das, huch, hallo, Framerate. Ich mach mal eben das, das Shelter fertig, damit wir... Sehr schön, damit wir auch speichern können. Und dann gehe ich nochmal eben kurz zum Boot. Alter, wir haben da ein Boot gefunden. Wie cool ist das denn?
Fade away, dream your dream. Oh, sieht schon geil aus. Okay, pass auf, wir machen das so, sparen uns das für die nächste Folge auf. Ich werde mal, ich hoffe, ich kann schlafen. Werde mal hier ganz getrost in unsere Hütte gehen. Werde mal speichern. Zack. Ein kurzer Blackscreen. Und da sind wir auch schon wieder. Und ja, dann werde ich jetzt mal schlafen und würde sagen, gute Nacht.